1, 1, 1.
Go again. Grüß Gott, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Schalte des CSU-Vorstands mit dem CSU-Vorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Markus Söder und unserem Generalsekretär Markus Blume. Herr Dr. Söder, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt erneut noch einmal eine Information nach heute Morgen. Zunächst mal darf ich Ihnen sagen, wir haben heute wirklich grundlegende, ganz große Übereinstimmung gehabt über die Strategie der nächsten Wochen und Monate. Zum einen haben wir noch einmal klargemacht, dass wir einen gemeinsamen Wahlkampf führen wollen, dass wir entschlossen sind, diese Gemeinsamkeit herzustellen. Deswegen haben wir auch heute bewusst noch einmal ein Ja zum Kanzler, gemeinsam mit Kanzlerkandidaten der Union gesagt. Also auch, wir unterstützen damit auch Armin Laschet bewusst, auch als Kanzlerkandidat. Wir hatten ja bislang nur die Beschlusslage im Präsidium, dass wir sozusagen die Entscheidungen respektieren. Jetzt nochmal ausdrücklich so auf den Weg gebracht und werden auch im gemeinsamen Wahlkampf, das nicht nur im Programm, sondern auch in der Personenwerbung für den gemeinsamen Kanzlerkandidaten zeigen. Das Zweite, was wichtig ist, wir haben heute keine einzige Wortmeldung, die kritisch war. Ganz im Gegenteil zu dem Kurs und den Vorschlägen gehabt, die wir in der Klimapolitik gemacht haben für die nächsten Tage. Das freut mich wirklich sehr, weil es zeigt, dass es da eine sehr einheitliche Meinung in der CSU gibt. Wichtig dabei auch, dass wir so viel und so breite Konsens an der Stelle wollen, wie es geht. Aber wir sind auch klar, wir wollen nicht auf den Letzten warten, sondern jetzt ist Klimaschutz auch ein Stück Führungsaufgabe, auch für unser Land. Deswegen wollen wir da mit vorne dabei sein und tatsächlich auch Standards setzen, prägen und voranbringen. Und nicht nur, weil das Urteil des Verfassungsgerichts uns das vorgibt, dann quasi nachziehen, sondern wir zeigen auch tatsächlich, wie ernst wir das nehmen. Der zweite Hauptteil war heute dann natürlich Corona und die Entwicklung mit Corona. Wir haben jetzt die Situation in Bayern, dass die Tendenz weiter nach unten geht. Und zwar die Inzidenz sinkt. Wir haben heute 145er Inzidenz, sind auf Platz 7. Das ist eine positive Entwicklung. Positiv deswegen, weil wir mal auf Platz 3 standen und mit sehr hohen Inzidenzen. Jetzt haben wir uns wieder sehr, sehr gut entwickelt. Die Tendenz geht weiter, Stück für Stück runter. Wir haben jetzt mittlerweile schon 17 Landkreise und Städte, die unter 100 sind. Und es wird jeden Tag mehr. Also insofern kann man ganz klar sagen, die Tendenz der Corona-Entwicklung ist sehr stabil und verhalten positiv. Es bleibt aber eine lange Zielgeraden. Aber man kann schon sagen, wir haben die dritte Welle jetzt, wenn keine neue Mutation käme, ist diese dritte Welle jetzt in einer stabilen Struktur. Wir müssen es aber fortsetzen, deswegen ist wichtig, dass der oberste Maßstab Vorsicht bleibt. Das heißt, auch alle Notbremsenmaßnahmen, so wie ich das heute auch vorgeschlagen, müssen weiter gelten. Also die Notbremse aufzugeben, ginge schon gesetzlich nicht, wäre aber auch inhaltlich falsch. Also jeder, der das aufgeben will, unterschätzt, dass wir nach wie vor eine sehr hohe Belastung auf den Intensivstationen haben und wir leider in bestimmten Bereichen auch noch eine hohe Inzidenz haben, bei Jungen, aber auch in bestimmten Stadtteilen. Deswegen bleiben die Grundregeln. Aber wir müssen uns in einer solchen Pandemie weiterentwickeln aufgrund der aktuellen Situation. Deswegen sind wir sehr dafür und begrüßen ausdrücklich den Vorschlag, der von der Bundesregierung kommen wird, die zweimal Geimpften und Genesene gleichzustellen und ihnen mehr Rechte zuzugestehen. Die Grundrechte sind kein Luxusgut und kein Geschenk. Sie sind der Normalzustand. Und der Normalzustand ist nur dann nicht sozusagen einhaltbar, wenn es ein übergeordnetes Ziel gibt. Das ist dann der Schutz der Pandemie. Wenn aber laut RKI von Genesenen, also unter den Vorgaben des RKI, und den zweifach Geimpften, wenn eben keine Gefahr für sich oder für andere ausgeht, dann ist es selbstverständlich, dass die Grundrechte wieder verstärkt werden müssen und hergestellt werden müssen. Deswegen werden wir dann, wenn der Bund seine Verordnung beschließt, die sofort umsetzen und nicht erst dann auf ein langes Bundesratsverfahren machen, sondern die würden dann, wenn es vielleicht morgen wäre, es dann bereits umsetzen, weil wir glauben, dass das notwendig ist. Dazu gehört die Befreiung von Testpflichten und zwar auch von solchen, die jetzt vielleicht durch weitere Öffnung folgen werden. Macht überhaupt keinen Sinn. Jemand, der deutlich besser geschützt ist, nämlich einer Zweifachimpfung, gegenüber dem schwächeren Schutz der Testung das noch zu verlangen. Zweitens, die Befreiung von Quarantäneregeln, sowohl bei der Einreise als auch Kontaktbeschränkungen. Das hatten wir, also Kontaktnachverfolgung. Und jetzt die beiden Punkte, die dann neu wären und die wir umsetzen würden, die ich auch vorschlage dem Bayerischen Kabinett, ist zum einen bei den Kontaktbeschränkungen, dass zweifach Geimpfte und eben entsprechend Genesene nicht dazugerechnet werden. Klassischer Fall an nächsten Wochen, Konfirmationen, die in Bayern stattfinden, regelmäßig die nächsten Wochen. Da macht es ja wirklich keinen Sinn, wenn
Großvater und Großmutter, Oma und Opa zweifach geimpft ist, dass da nur einer von beiden bei einem Hausstand dazukommen dürfte. Das kann keiner verstehen, das macht doch ehrlich gesagt keinen Sinn. Deswegen dies. Und das Gleiche gilt dann bei der Ausgangssperre. Wobei für mich klar ist, ich würde auf keinen Fall das Hamburger Modell machen, denn das ist dann nicht mehr kontrollierbar, dass du dann am Abend der Spaziergang wäre gleichgestellt mit jemand, der zweifach geimpft ist. Das macht jetzt keinen Sinn. Deswegen bleiben wir da bei einer konsequenten Linie, aber eben für zweifach Geimpfte, wo der Nachweis ja möglich ist und wo wir auch hoffen, dass der Bund sein Nachweismodell beschleunigt, dass das gemacht werden kann. Das ist ganz wichtig. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, für all diese Freiheiten gilt immer mit Maske und den weiteren Hygieneregeln. Das ist ganz wichtig. Also warum? Weil es immer ein ganz kleines Restrisiko gibt. Und wir wollen auch eine Bewertung vorschlagen, wie wir in den Alten- und Pflegeheimen damit umgehen. Allerdings wird Voraussetzung sein, dass wir auch da nochmal eine zweite Runde in den Alten- und Pflegeheimen dort ein Angebot machen, weil es immer noch viele gibt, die nicht geimpft sind. Ein großer Teil ist geimpft, aber es gibt immer noch welche, die es nicht gemacht haben. Also eine zweite Runde in den Alten- und Pflegeheimen, um dann ein noch höheres Maß an Sicherheit zu haben. Das gilt sowohl für die Pflegekräfte, die dort arbeiten, als auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, sodass wir dann dort auch erleichterten Zugang möglich machen können, auch für die Geimpften. Zweitens, also das ist der Bereich jetzt Geimpfte, zweifach Geimpfte. Zweiter Bereich ist jetzt die weitere Planung bis Pfingsten. Wir haben jetzt eine verbesserte Situation mit mehr Stabilität, insbesondere mit mehr unter 100. Deswegen wenden wir hier auch dann die Möglichkeiten, wollen wir anwenden für diejenigen, die unter 100 sind, ab nächster Woche in der neuen Verordnung, die ab nächster Woche gilt, dass Erlaubnis von Öffnungen möglich ist. Wer in der 7-Tages-Inzidenz unter 100 ist, Tendenz auch sinkend, stabil, wer Rahmenkonzepte und Hygienemaßnahmen parallel vorschlägt, der soll seine Genehmigung durch das Gesundheitsministerium für Öffnungen erhalten. Das ist der Bereich der Außengastronomie mit Test und Terminen, auch Maske bis zum Platz. Das gilt auch für den Bereich Theater und Kino, auch hier mit Test und Abstand. Also die Hygienekonzepte kennen Sie ja. Und es gilt auch für mehr Möglichkeiten im Sport. Dies soll dann ab nächster Woche möglich sein. Wir hatten das ja verschoben, weil die Tendenz steigend war. Jetzt, nachdem die Tendenz sinken ist und wir immer mehr unter 100 haben, soll auch dann, wenn dieser Trend stabil ist, also fallend stabil ist, sollen diese Möglichkeiten für Öffnung geben, sodass ab nächster Woche zum Beispiel in Tirschenreuth oder anderswo eine solche Option dann möglich ist. Das ist für uns ganz, ganz entscheidend. Wir bitten auch, bei der weiteren Entwicklung von Seiten des Bundes darauf zu achten. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 3-4 Wochen diesen Trend hoffentlich verstetigen können. Sollte er sich verstetigen, dann werden wir mehr unter 100 haben. Das bedeutet auch, dass wir insbesondere zu Pfingsten dann eine Perspektive für den Tourismus brauchen. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen zu Pfingsten eine Tourismusperspektive haben für Hotels, auch für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Wenn unter 100, sollte dann eine Öffnung mit Hygienekonzepten dann auch möglich sein, mit täglich Testen für zweifach Geimpfte sowieso überhaupt keine Frage. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall für den Tourismus dann die Perspektive haben, zumal ja Österreich am 19. Mai da solche Perspektiven öffnet. Wenn unter 100, ist das, glaube ich, ein gutes Signal, dass das möglich ist. Und dazu werde ich nochmal dem Bayerischen Kabinett vorschlagen, ein zusätzliches Tourismusprogramm zu machen zur Unterstützung. Wir haben schon eine Reihe von Programmen und das beste Programm ist natürlich einfach mehr Möglichkeiten zu haben der Öffnung, aber dazu sollten wir in diesem schwierigen Zeit unterstützen mit Modernisierung. Modernisierung heißt mehr Barrierefreiheit, mehr ökologischen Tourismus und auch mehr digitale Angebote in die Tourismuskultur zu etablieren, um mehr auch gerade kleineren touristischen Betrieben die Chance zu nehmen, an der ganzen Struktur beizubehalten und teilzunehmen. Und dann Schule. Bei der Schule ist immer wie immer der sensibelste und schwierigste Bereich bei der Schule. Wir haben leider bei den 10- bis 19-Jährigen noch eine sehr hohe Inzidenz. Wir haben allerdings eine deutlich niedrige bei den unter 10-Jährigen, also 0 bis 9. Die Inzidenz ist das eine, aber die Sorge vor Kollateralschäden ist relativ groß. Fakt ist, bei den weiterführenden Schulen klappt der Distanzunterricht relativ gut. Da hören wir auch sehr wenig Kritik aus der Elternschaft, auch aus der Lehrerschaft wenig. Bei den Grundschulen ist die Lage schwieriger. Zum einen wird der Distanzunterricht nicht so angewendet in der Konsequenz, auch in der Möglichkeit, wie bei den weiterführenden Schulen. Das ist ein Teil der Bilanz der letzten Wochen, die wir nochmal für uns gezogen haben. Und zum anderen ist es so, dass dort halt auch die Schäden, die Kollateralschäden noch relativ groß sind. Auch die gesamten Fähigkeiten der Grundschüler, die jetzt kaum in den Gebieten
wo wir die ganze Zeit über 100 waren, kaum Leute, Kleinkinder in die Grundschule gegangen sind. Das ist einfach nicht gut. Da müssen wir was tun. Und um da Bildungserfolg zu gewährleisten, Gewöhnung an die Schule zu ermöglichen, Verbesserungen, werden wir vorschlagen, dass wir Folgendes ab nächster Woche dann machen. Bei den weiterführenden Schulen soll es bei der bisherigen Inzidenzregelung bleiben mit der Grenze von 100. Das heißt, wenn da über 100 ist, bleibt es bei Distanzunterricht. Das hat ja bewährt und funktioniert. Aber für die Grundschulen werden wir die Anpassungsgrenze mit den 165 machen. Was heißt das? Das heißt, bis 165 dann Wechselunterricht mit Maske und Test für die Grundschule, da das für einen sehr großen Teil von Bayern zutrifft. Wir haben nicht so viele über 165, bedeutet es gerade für die Grundschülerinnen und Schüler und die Eltern dort eine echte, gute Perspektive. Übrigens auch da der Unterschied zu den weiterführenden Schulen, dass bei Grundschülern die Betreuungsrelevanz eine andere ist, als sie bei jemandem ist, der in der 7. oder 8. Klasse beispielsweise ist. Das spielt übrigens auch eine Rolle, wie man damit mit der Sorgfalt und mit den Kindern umgehen kann. Nach Pfingsten hoffen wir sehr, dass ein ganz großer Teil unter 100 sein könnte. Wenn das klappt, somit geben sich dann für alle auch weiterführende Schulen mehr Perspektiven. Was mir noch wichtig ist, ich würde gerne auch ein Bildungsmonitoring jetzt haben. Mir ist das alles zu allgemein geredet. Ein Bildungsmonitoring über die Fähigkeiten, die Schäden, die Möglichkeiten und dann noch die Anpassungsstrategie daraus hin, was wir wirklich nachholen im Bildungscoaching, in welchem Umfang wir Lehrpläne anpassen müssen und was das insgesamt für die Schulentwicklung unserer Kinder bedeutet. Das ist alles nur so allgemein gesprochen. Es muss qualitativ sein. Auch da sollte in dieser Woche Grundlagen gelegt werden. Und letzter Punkt ist das Impfen. Ich hatte vorhin schon von den Rechten geredet, nochmal zum Bayerischen Impfplan selber. Zwei Dinge sind es, die wir überlegen müssen zu verbessern. Wir würden uns dringend wünschen vom Bund, die rechtliche Umsetzung zu bekommen, dass auch die siebte Spritze sozusagen aus der Dose, dass die auch zulässig ist. Das ist im Moment ein Graubereich, den kein Mensch versteht. Das wird allein den Ärzten übertragen, das finde ich nicht richtig. Wenn auch der Hersteller noch nicht die Zulassung dazu beantragt hat, sollte der Bund in eigener Zuständigkeit das überlegen, um damit einfach mehr Impfkapazität zu haben. Denn jede Dose ist ein Stück Freiheit, die wir haben. Und wir sollten dann auch überlegen, die Empfehlungen für die Abstände zwischen Erst- und Zweitstimmung mit mehr Impfstoff sukzessive zu verkürzen. Denn wenn die Rechte über mehr Zweitimpfung gehen, dann muss auch mehr Möglichkeiten für Zweitimpfung bestehen. Drittens, in dem Impfen ist es so, wir brauchen einfach mehr Freiheit von der Prio, denn auch das ist Bestandteil dieses Rechtsgrundsatzes des Bundes. Denn wenn ich mehr Rechte habe durch die Vollimpfung, dann muss ich auch mehr Leuten die Teilhabe an der Vollimpfung ermöglichen. Da ist das eine natürlich die Impfstoffmenge, das andere die Impfstoffgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, das haben wir jetzt erlebt. Wir haben wirklich, glaube ich, gute Blaupausen. Das Impfen in den ostbayerischen Regionen ist ein wirkliches Blaupause-Modell, wie wir das gesamt machen können. Dort sind wir früh von den Prio-Gruppen abgewichen, insbesondere nachdem Gruppe 1 und 2 weitgehend durchgeimpft war und damit erreicht war, dass die Mortalität sank. Geht es jetzt um das Thema Mobilität. Durch das Impfen von Betrieben und Familien konnten wir sehr viel erreichen. Drum ist unser Ziel, nicht erst im Juni Betriebsärzte zu haben, sondern vorher. Und wirklich intensiven Schwung in die betriebliche, in die Wirtschaftsimpfung zu bekommen. Das Gleiche gilt, in die Familienimpfung hineinzugehen. Auch da Angebote zu machen für die ganze Familie und übrigens auch in den, gibt jetzt eine Debatte um die sozialen Herausforderungen, natürlich, das sollten wir tun, aber auch damit Anreizen zu verbinden. Wir sollten, wie es die Stadt Nürnberg macht, generell beispielsweise mobile Impfteams in Tafeln und anderen Bereichen etablieren, wo ein relativ hoher Zugang ist und wo es dann auch einen zusätzlichen Anreiz gibt, sozusagen die Impfung mitzumachen und mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sodass wir eine Verbreitung der Impfkapazität haben und eine Beschleunigung. Ein endlos bürokratisches Verfahren und nur das endlose Warten auf das Impfangebot quasi per Anruf ist weniger erfolgreich als der direkte Kontakt, die direkte Möglichkeit, ein solches Impfangebot zu nutzen. Und so wollen wir Stück für Stück vorangehen, dann eben im Juni auch den Schülerinnen und Schülern ein großes Angebot machen, insbesondere für die Abschlussklassen sollte es sein, dann als nächster Schritt für die Q11, also Abi, BOS, FOS und die beruflichen Schulen, ganz wichtig auch die Berufsschulen im Abschluss, weil dort ja sehr viel betriebliche Aktivität auch ist, im Handwerk vor allem und dann auch natürlich als nächstes die Q11, sodass das Ziel ist, das nächste Schuljahr gut auf den Weg zu bringen. Dazu gehört auch, dass wir, wenn der Impfstoff von BioNTech, der jetzt ab 12 zugelassen werden soll, wenn der zugelassen ist, großflächig Schulimpfungen vorzusehen. Und zwar nicht dann sozusagen wieder über,
über Individual, sondern da muss in die Schule gegangen werden, vielleicht mit kleinen Incentives, dass dann sozusagen ganze Schulklassen und Schulen an einem Tag durchgeimpft werden. Das wäre genau das Richtige, so wie es in meiner Jugend, die natürlich lang her ist, so üblich war, dass man das gemacht hat. Und das hat auch einen großen Effekt gehabt, sodass das nächste Schuljahr dann zumindest teilweise wesentlich entspannter vorgehen wird. Klar muss uns allerdings sein, das ist nur nebenbei, es ist nicht die letzten Impfungen, die wir haben werden, sondern es geht weiter. Ob Mutationen, wir müssen die nächsten 3 Jahre uns da immer wieder impfen, aber da gibt es dann genügend Impfstoff. Zusammenfassend gesagt, heute war ein echt guter Vorstand, glaube ich, kann man sagen. Sehr viele Wortmeldungen, alle aber mit Unterstützung, sowohl in der Klimafrage als auch in der Corona-Frage, als Angebot auch und auch an das Angebot, wie gesagt, für ein Klimagesetz in Bayern, 2014 Klimaneutralität, gab es nur Zustimmung, gab es keine einzige kritische Wortmeldung, was mich sehr gefreut hat, weil es zeigt, dass die CSU da auf einem, finde ich, sehr guten Weg ist und das Zweite eben auch in der Corona-Politik und drittens eben, wir unterstützen, das ergänzt jetzt der Generalsekretär noch, wir unterstützen sehr einen gemeinsamen Wahlkampf. Das ist jetzt so, dass die Entscheidungen gefällt wurden und diese nehmen wir an und versuchen unseren Anspruch darzustellen. Für uns ist ganz klar, wir wollen, dass der nächste Kanzler eben in Deutschland von der Union gestellt werden kann und man muss jetzt sehr aufpassen, dass am Ende und dafür müssen wir auch Profil und Führung zeigen und das wollen wir auch gemeinschaftlich leisten. Markus Blume, bitte. Ja, vielen Dank. Ich darf nahtlos weitermachen. Neben der, wie gesagt, Klimafrage und der Corona-Frage, was wirklich den breitesten Raum heute eingenommen hat bei den inhaltlichen Beratungen, haben wir auch uns mit der Planung der nächsten Wochen und Monate beschäftigt. Der Parteivorsitzende hat es gerade gesagt. Wir haben heute nochmal ganz deutlich im Parteivorstand und zwar völlig einmütig die Weichen auf gemeinsam gestellt. Wir wollen den gemeinsamen Erfolg der Union am 26. September. Der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate ist klar. Wir machen uns intensivst an die Arbeit für ein gemeinsames Regierungsprogramm. Da sind wir ja praktisch täglich auch im Austausch, die verschiedenen Überlegungen miteinander zu synchronisieren. Beide Parteien sind ja im Moment noch in einer Phase des Zuhörens in den eigenen Parteien hinein, eine Phase der Beteiligung. Diese Phase der Beteiligung wird es auch bei uns geben. Wir werden noch vor Pfingsten zusammenkommen zu einer Programmkonferenz in der CSU als Basiskonferenz, auch ein Novum in dieser Form. Das heißt, ein Programm, was nicht von oben in Anführungszeichen entsteht, sondern ein Programm, wo die guten Ideen auch aus der Breite unserer Partei zusammengetragen werden. Wir haben dann natürlich Personalentscheidungen zu treffen. Das wird am 26. Juni stattfinden. Auch das eine Premiere. Wir gehen, glaube ich, zum ersten Mal, lieber Herr Parteivorsitzender, in der Geschichte der CSU in ein Fußballstadion aufgrund der Umstände. 26. Juni im Frankenstadion werden wir die Landesliste der CSU aufstellen und dann natürlich auch unter anderem die Frage der Spitzenkandidatur bei uns auf der Liste klären. Ja, und dann kann ich Ihnen noch vermelden, weil das auch viele interessiert hat und sich auch die Grünen in den letzten 2 Wochen da sehr damit gebrüstet hatten, dass sie einen solchen Mitgliederzuwachs hatten. Auch wir hatten ja den erfolgreichsten Monat, wenn ich so die letzten 10 Jahre überblicke, was Mitgliedergeschehen, was Neueintritte angeht im Monat April. Wir hatten 3.170 Online-Mitglieder und wir hatten genau 600 Voll- und Probemitglieder gewonnen. Das ist doch eine sehr beträchtliche Zahl, die zeigt, dass die Idee der CSU als Volkspartei lebt, dass Markus Söder, wenn ich das so sagen darf, begeisterungsfähig ist in der Bevölkerung und wir uns freuen, gerade für die jetzt anstehende Phase, herausfordernde Phase mit dem Bundestagswahlkampf, dass wir so viele Menschen gewinnen konnten, die gerade in dieser Phase auch ihren Beitrag selbst damit leisten wollen, mit anzuschieben. Vielen Dank. Die erste Frage hat Christoph Trost von dpa, bitte. Ich hätte 3 kurze Fragen. Also wieder Klimaneutralität bis 2040 hatten Sie gesagt, nur zur Klarstellung Bayern oder auch bundesweit. Zweite Frage, zweifach Geimpfte und Genesene müssen sich, habe ich Sie da richtig verstanden, nicht mehr an die Ausgangsbeschränkungen nachts halten, also gar nicht mehr. Und die dritte Frage, Grenzwert Schulen 165. Bei den Weiterführenden wollen Sie bei 100 bleiben, auch nach den Pfingstferien, Fragezeichen? Danke. Also erstens, 2040 gilt auf jeden Fall für Bayern. Das habe ich auch heute Morgen so gesagt. Ich habe gelesen, dass 1, 2 Kollegen das anders interpretiert haben. 2040 für Bayern, weil wir müssen auch ein eigenes Klimaschutzgesetz machen und müssen eine klare Vorgabe machen.
Beim Bund selber, ob 2040 einhaltbar ist, muss man sehen. Einige sind da zurückhaltend. Ich rate uns jetzt aber nur nicht schon wieder von vornherein zu sagen, was alles nicht geht. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht beim Klimaschutz und da geht auch noch mehr. Bei uns muss klar sein, entweder nehmen wir das jetzt ernst und versuchen, da was grundlegend zu ändern, oder wir machen wieder dieselbe Debatte wie vor 2 Jahren. Ich plädiere einfach dafür mehr Engagement an der Stelle. Und ich bin auch ganz sicher, dass es übrigens, da bin ich auch fest überzeugt, nicht mit nächster Woche beendet ist. Der Prozess geht ja weiter. Denn die Folgen, die wir beim Klimawandel spüren werden, sind für uns alle viel dramatischer, als wir jetzt ahnen können. Deswegen also, Herr Drost, 2040 ist Bayern, 2040 plus ist dann der Bund. Mir ist lieber schneller statt später, wenn ich das sagen darf. So. Das Zweite war die Frage nach den Geimpften, den Rechten. Der Bund wird ja vorschlagen, dass wenn eben immer die Genesenen mit dem entsprechenden PCR-Test, also die Vorgabe, wie das RKI gemacht hat, wenn es dann so ist und das wird der Bund vorschlagen, dann würde es für die Ausgangssperre nicht mehr, würde die Ausgangssperre für diejenigen nicht gelten. So wäre es. Das würde ich dann auch für Bayern übernehmen. Das ist mir die ehrlichere und bessere Variante, als die Ausgangssperre löchrig und unkontrollierbar zu machen, nach dem Motto, ich jogge nochmal, ich kenne ganz wenig Leute, die um 23 Uhr joggen, ja. Also da gibt es sehr wenig, die ich kenne. Das ist eher eine Ausrede und deswegen ist der Ansatz, glaube ich, der auch passt in die Struktur der Grundrechte hinein. Und das Dritte, ich glaube, dass wir bei den Grundschulen die 165 gut anwenden können, weil da der Distanzunterricht nicht so funktioniert leider, wie er sollte. Auch in der Realität, was wir Rückmeldungen haben, nicht so, wie eigentlich ursprünglich geplant war, auch vom Kultusministerium, aber es ist halt einfach schwieriger. Und auf der anderen Seite bei den weiterführenden Schulen klappt es. Wir gehen aber davon aus, dass dann an der Stelle eben nach Pfingsten die Lage deutlich besser ist, was die unter 100 betrifft, sodass sich sukzessive eine Veränderung gibt. Aber weil da die Inzidenz noch so hoch ist und weil insgesamt die Inzidenz ja noch nicht unter 100 ist, müssen wir schon auch Sicherheit haben an der Stelle. Herr von Löwes vom Bayerischen Rundfunk. Zwei Fragen. Einmal zum Impfnachweis. Wie lange können oder wollen Sie warten, bis der Bund da eine elektronische Lösung hat? Ist ja in der Vergangenheit nicht so schnell gelaufen. Hat man da möglicherweise eine eigene Zwischenlösung in der Hinterhand, dass man ja das besser nachweisen kann? Und zu den Grundschulen, welchen Zeithorizont haben Sie da? Heute Abend Treffen mit den Freien Wählern, morgen im Kabinett eigentlich dann relativ schnell beschlossen. Wäre das dann schon in dieser Woche möglicherweise denkbar? Danke. Das Zweite zur nächsten Woche dann. Also das ist ja so, die jetzige Infektionsschutzverordnung gilt bis einschließlich Sonntag, 9. Mai. Und deswegen würden wir das dann morgen im Kabinett beschließen. Also das wären dann die Punkte, das wäre mein Vorschlag, wenn wir das machen eben. Wir müssen bei der Grundlinie der Vorsicht bleiben, deswegen nicht diese wilden Fantasien, alles freizugeben, die es auch ja an einigen Stellen innerhalb der Regierungsfraktion Debatten gegeben hat, sondern das Gegenteil, die Grundlinie steht. Deswegen auch bei der Schule Vorsicht, aber eben die Grundschule, weil da sehen wir die größte Herausforderung. Und eben dort, wo wir unter 100 sind, und zwar dauerhaft sind, und das waren wir längere Zeit nicht. Sie erinnern sich, als wir die letzten vor 10 Tagen im Kabinett geredet haben, oder vor einer Woche, da waren 3 oder 4. Da war dann Tirschenreuth das Beste und noch 2 andere. Es wird sukzessive besser. Also glaube ich, kann man das auch riskieren, allerdings immer mit den entsprechenden Auflagen zu sehen und es gilt dann für nächste Woche, würde es gelten. Vorschlag wäre, das dann morgen im Kabinett zu beschließen und dann im Laufe der Woche sicherlich dem Landtag zuzuführen nochmal. Da wird sicherlich auch nochmal diskutiert werden und dann würde es nächste Woche gelten. Also, Entschuldigung. Also besten wäre es, der Bund macht jetzt einen entsprechenden Vorschlag. Man muss ja aufpassen, dass es auch fälschungssicher natürlich ist. Im Moment muss man ja sagen, ist das ja alles auch noch sehr viel Theorie. Weil wir haben knapp 8%, die das betrifft. Deutschlandweit. Deswegen ist auch die Debatte jetzt zu führen, wir müssen jetzt öffnen, ja? Schwimmbäder für öffnen oder jetzt alles aufmachen, das natürlich macht wenig Sinn, weil auch von der Alterskohorte ist das jetzt eine bestimmte Zielgruppe, überwiegend über 70- und über 80-Jährige. Da macht ein Schwimmbäder jetzt jedenfalls in der Masse noch keinen absoluten Sinn. Das wird sich allerdings mit der Zeit verändern. So, deswegen ist auch das Thema Impfausweis wird mit der Zeit hochrelevant. Es ist ja so, dass das Modell, das wir aus Altötting haben, ja bereits auf Bundesebene als Blaupause dient. Das heißt, theoretisch besteht auch eine eigene Option, das da zu verstärken. Wir würden uns da aber freuen, wenn es eine einheitliche Regelung vom Bund gibt. Und die Zeitachse müsste da noch funktionieren. Aber auch da gilt der Grundsatz, nicht alles auf Juni verschieben, was man im Mai lösen kann. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine.
Ich habe drei, aber relativ kurze Fragen. Zum einen, Herr Söder, mit der Zweitimpfung den Abstand wieder verkürzen. Der Abstand wurde ja verlängert, dass man mehr, möglichst schnell mehr Erstimpfungen bekommt. Was hat sich da aus Ihrer Sicht geändert? Das Zweite zu den anstehenden Personalentscheidungen. Es hat aus der Sitzung geheißen, Sie hätten die Frau Aigner ins Spiel gebracht als Spitzenkandidatin. Sie wollte nicht. Wie ist das gelaufen? Und zum Dritten an den Herrn Blume. Sie sagen, Sie haben einen Mitgliederzuwachs. Aus der Münchner CSU wurde gemeldet, es habe einen Mitgliederrückgang gegeben. Können Sie den Widerspruch aufklären? Also, ich habe von der Mitgliederentwicklung gesprochen für ganz Bayern. Und wahrscheinlich ist es wie bei manchen öffentlichen Ämtern auch, da mag es irgendwo vielleicht Meldeverzug geben. Aber der Trend, den wir sehen, den gibt es auch für ganz Bayern in der CSU, nämlich sehr stabiles Neueintrittsgeschehen. Wie gesagt, die 600 Vollmitglieder und Probemitglieder in Bayern und dazu über 3000 Online-Mitglieder, da allerdings sehr viele außerhalb von Bayern, zeigt, dass die Attraktionskraft der CSU in diesem April sehr, sehr groß war. Zu den Mitgliedern will ich nochmal sagen, also das ist schön zu sehen, dass die CSU außerhalb Bayerns, wir hatten es ja schon länger, das ganze Modell ist nichts Neues, ehrlich gesagt, ist nochmal neu gestartet worden zusätzlich und auch mal bewusst so wahrgemacht, dass wir da einen sehr großen Mitgliederzuwachs haben. Ich sage Ihnen eines und das leitet zu der zweiten Frage über, das wird für Bayern auch ein schwieriger Wahlkampf. Unsere Basis sind die Direktmandate und wenn Sie die aktuellen Umfragen umlegen, es gibt ja Leute, die glauben nicht an Umfragen, ich kann nur sagen, diese Trends, die in den Umfragen sind, sind schon die muss man ernst nehmen, die kann man ja nicht ignorieren. Dann haben Sie insbesondere im städtischen Bereich, München, Nürnberg, Augsburg und vor allem in Oberbayern, in den Flächenlandkreisen Herausforderungen wie noch nie. Wenn Sie die heutige Situation ansehen, dann ist gerade in Oberbayern und zum Teil auch im südlichen Allgäu oder im südlichen Schwaben, sind die Grünen sehr, sehr stark. Deswegen ist es auch eben keine Frage von, wir haben eine klare andere Auffassung, was grüne Bürokratie betrifft. Wir stellen die Grünen, was ihre Ideologie betrifft, bei der grundlegenden Veränderung der Gesellschaft in so einer Bevormundungsgesellschaft. Aber das ökologische Bewusstsein ist fester Bestandteil der Alltagskultur. Fester Bestandteil. Darum ist es auch ganz wichtig, dass man da glaubwürdig ist und glaubwürdig bleibt und es darstellt. So. Was für uns deswegen auch wichtig ist, ist, dass wir gerade auch in Oberbayern und München erfolgreich sein müssen, denn ohne Direktmandate ist insgesamt die Struktur der CSU sehr, sehr schwierig. Und vor dem Hintergrund, wenn wir uns jetzt, was die Liste betrifft, nachdem ein Zugpferd nicht kann, das ist von meiner Person, da gab es sehr große Bereitschaft und das hätte zumindest in Bayern ein ordentliches Wahlergebnis gegeben. Wie hoch weiß natürlich immer keiner, kann man ja nie so sehen, aber nachdem das jetzt nicht ist, müssen wir uns klug überlegen, die Liste, hat der Markus Blume gesagt, werden ja Ende Juni aufgestellt, müssen wir uns genau überlegen, wie wir die Liste strukturieren. Auch sie wird jünger und weiblicher sein, ganz definitiv, ist ein Element. Und wie ich habe auch nochmal gesagt, wir haben so gute Talente in der Landesgruppe, so gute Talente. Wir haben die drei Schwergewichte der Bundesminister gehabt, von denen ja zwei jetzt bedauerlicherweise auch nicht mehr zur Verfügung stehen, aber wir haben sehr viele gute junge Staatssekretäre und ein Riesentalentschuppen ist die Bundestagslandesgruppe. Das ist mit der größte Talentschuppen, den die CSU hat. Das ist meine feste Überzeugung. Da werden wir von vielen noch vieles hören. Aber weil natürlich die Namen nicht so bekannt sind, gab es ja immer Diskussionen, soll jemand aus der Landespolitik? Und da habe ich immer gesagt, das halte ich für eher unwahrscheinlich, das Ganze. Und ich erwähnte, es gibt nur einen Namen, der überhaupt dann eine entsprechende Strahlkraft hätte. Das wäre Ilse Aigner gewesen, ohne jede Vorgabe. Das war eher eine Hommage an der Stelle, aufgrund der bundespolitischen Erfahrung. So ist das Ganze zu verstehen gewesen. Da gab es auch, ehrlich gesagt, hätte es auch Rückendeckung sicherlich gegeben. Aber ich mache das nicht wie Vorgänger, dass ich da irgendwelche Forderungen stelle, sondern es war eher nur ein Sidekick, der erwähnt wurde, weil wir sonst die gesamte Liste natürlich automatisch mit unseren eigenen Stärken nach vorne bringen müssen. Aber wird auch für die CSU kein einfacher Wahlkampf, denn, nicht unterschätzen, wir können uns nie stärker als 10% ungefähr vom Bundestrend abkoppeln. Das ist so der Schnitt. Das kann man in Umfragen genau sehen. Gehen die Umfragen national sehr deutlich runter, wie es jetzt die letzten Wochen der Fall war. Und zwar überraschend deutlich und auch in der Zeitachse sehr deutlich. Dann können wir uns auch nicht von diesem Trend abkoppeln.
Umso mehr werden wir dann auch beim Wahlprogramm darauf setzen, dass wir neben Bundesprogramm auch natürlich spezielle bayerische Akzente noch setzen wollen und setzen müssen. Es wird gar nicht anders gehen. War auch der große Wunsch aus dem Vorstand übrigens heraus, auch von allen denjenigen, die für Gemeinsamkeit an der Stelle eintreten. Und das, was den Abstand betrifft, der Abstand wurde ja bewusst auseinandergezogen, weil man sehr wenig Impfstoff hatte. So. Wenn wir mehr Impfstoff haben, Herr Bachmeier, dann wird es natürlich einen Sinn machen, das wieder auf ursprüngliche Abstände zurückzukehren. Ganz einfach. Das ist der Hintergrund. Und da muss man jetzt die Zeitachsen definieren, weil natürlich die Erstimpfung ist ein großer Schutz, die Zweitimpfung ist dann natürlich der richtige Vollschutz. Und es gibt dann ganz andere Formen von Freiheit und Möglichkeit. Letzte Frage, Herr Hinterberger vom Bayerischen Rundfunk. Herr Söder, zum Thema Schulöffnungen, das Sie erläutert haben. Herr Aiwanger hat bereits gesagt, dass er sich da mehr vorstellen könne, dass das letzte Wort nicht gesprochen sei. Also wie einig ist sich hier die Koalition in Bayern und auch darüber hinaus, wenn man an das Thema Öffnen oder Vorsicht denkt, wie ist da momentan die Stimmung und der Gesprächsbedarf in der Koalition? Bei mir ist die Stimmung gut und bleibt auch so. Und ansonsten ist ja klar, es geht nur gemeinsam, was beschlossen wird. Natürlich könnten die Freien Wähler die Schulöffnung jetzt verhindern. Das wäre aber schade, wenn die Freien Wähler blockieren würden. Das tun sie ganz sicher nicht, denn wer blockiert, verliert. Und das ist ja ganz klar, es geht ja gar nicht. Ja. Deswegen geht es Stück für Stück voran. Aber ich rate halt, und das ist aber nur mein dringender Rat, nach der letzten Bundestagsumfrage hatten die Freien Wähler, glaube ich, 3%. Was übrigens dann eine ganz spannende Frage ist, wenn bei der Bundestagswahl solche Ergebnisse wirklich Realität würden, da mache ich mir Sorge auch um die Stabilität der Koalition, weil wenn nämlich sehr niedrige Werte auch dann rauskommen, dann ist das ja auch ein zusätzlicher Nervositätsschub, der kommt. Ich rate jetzt allen, vernünftig zu sein. Ich habe gelesen, da gibt es irgendwelche, Hubert, den ich sehr schätze, wie Sie wissen, ja, also ich bin wahrscheinlich außerhalb seiner Partei, nein, wahrscheinlich sogar in seiner Partei, einer seiner größten Unterstützer. Aber jeden Tag sich über Holzpreise zu äußern, für die man nicht einmal zuständig ist und wo man sogar zugestimmt hat. Ich würde einfach mal versuchen, dass jeder in der Koalition seine eigenen Glaubwürdigkeitsmaßstäbe aufrechterhält und da erfolgreich ist. Und deswegen bin ich, wie gesagt, sehr optimistisch. Wir gehen da Schritt für Schritt voran und wir machen Öffnen, wo es geht. Aber wir haben das jetzt immer wieder erlebt, immer nur von Öffnungen zu reden, aber ohne ein Konzept dahinter zu haben, wie es geht. Das ist nicht so am Ende erfolgreich. Und das geht so voran. Aber Koalitionen sind so. Und wenn Sie mal vergleichen mit Berlin, da ist unsere Koalition ein Ort der tiefen Harmonie. Vielen Dank und eine gute Woche. Bis gleich mit einigen. Kommt der dritte Teil. Danke, ciao.